Hallo und herzlich willkommen zu Let's Start und meinem neuesten Video. In diesem Video werden wir ein großes Gehege für die Dallschafe bauen. Diese Tiere, die auch Alaska-Schneeschafe genannt werden, leben in Alaska und im Nordwesten Kanadas. Aus diesem Grund werde ich die Dallschafe auch im Bergteil meines Parks mit einplanen. Ich habe gerade die Schienentore für das Gehege ein wenig angepasst, dass der Zug dann später auch ohne Probleme durch das Gehege fahren kann. Und jetzt bin ich auch schon dabei, die ersten Steine zu platzieren, damit die Tiere hier auch an dieser Stelle nicht flüchten können. Ein kleines Stückchen Holzzaun brauchen wir natürlich für den Mitarbeitereingang. Ansonsten soll der vordere Teil möglichst realistisch gehalten werden. Dieser Steinzaun, den ihr gerade gesehen habt, der ist natürlich noch von einem anderen Gehege. Der bleibt dann dementsprechend auch so bestehen. Am hinteren Teil des Geheges grenzt ein Fluss an. Den habe ich jetzt natürlich noch ein bisschen weiter ausgefeilt, ein bisschen ausdekoriert, dass der ein bisschen glatter verläuft, damit das Ganze einigermaßen gut aussieht im hinteren Teil. Genau, und jetzt geht es auch schon wieder weiter, die unsichtbaren Barrieren für das Gehege zu platzieren, damit die Tiere nirgendwo hinaus können. In diesem Zeitpunkt wusste ich jetzt noch nicht, ob die Dallschafe im Spiel schwimmen können oder nicht. Das ist aber überhaupt kein Problem. Ich habe das Ganze jetzt quasi so mit unsichtbaren Barrieren vorbereitet. Und sobald die Tiere dann hier hinzukommen, werde ich das Ganze einfach mal kurz ausprobieren, ob die da durchkommen oder nicht und dementsprechend dann weitere Barrieren einplanen. An dieser Stelle war klar, dass die Dallschafe schwimmen können und so habe ich mich entschieden, einen schönen Zaun für die Tiere zu bauen. Dallschafe sind übrigens sehr gesellige Tiere und leben in größeren, geschlechtergetrennten Gruppen, die zur Paarungszeit dann wieder zusammenkommen. Hier bilden sich wirklich sehr große Gruppen von bis zu 50 Tieren. Allgemein ist es so, dass die Weibchen untereinander recht friedlich leben und es auch keine richtige Rangordnung in der Gruppe gibt. Bei den Männern gibt es das allerdings schon und der eigentliche Rang der einzelnen Tiere wird tatsächlich größtenteils über die Größe der Hörner ausgemacht. Ich habe den Zaun an dieser Stelle bzw. allgemein bei diesem Gehege häufig etwas in den Boden eingesenkt und die Zaunstücke teilweise auch etwas übereinander gestellt, gestapelt quasi. Das hat den Hintergrund, dass wir durch dieses unebene Gelände natürlich nicht einfach glatt bauen können. Natürlich hätte ich den Zaun auch quasi der Oberfläche nach ausrichten können. Das wollte ich aber auch nicht, weil ich quasi eine gerade Position der Stützpfeiler haben wollte. Das heißt, ich hätte dazu, um das Ganze wirklich so gerade zu bauen, eigentlich jeden einzelnen Strang der Oberfläche nach anpassen müssen.
und die Balken quasi gerade lassen müssen. Das war mir jetzt bei diesem Gehege tatsächlich ein bisschen zu viel Aufwand. Vielleicht werde ich das nachträglich noch ein bisschen ausdekorieren bei den Stellen, wo es hügelig ist. Aber im Endeffekt funktioniert es. Also die Tiere kommen später auch an keiner Stelle durch, am Ende zumindest. Eine kleine Lücke gab es aber tatsächlich noch und die galt es jetzt erstmal herauszufinden. Die Suche nach einer Stelle, wo die Tiere hinausbrechen können, die gestaltet sich nicht immer sofort ersichtlich und ist nicht immer einfach. Da kann ich euch wirklich einfach nur den Tipp geben, schaut euch das Ganze gründlich an. Wo könnten die Tiere eventuell vielleicht über einen Stein hinausspringen? Gibt es Lücken? Gibt es Stellen, wo diese blauen Bereiche nah aneinander liegen? Es kann auch sein, dass ein kompletter blauer Bereich nur von einem kleinen Stein, wo sie dann quasi draufhüpfen, entsteht. Da muss man gucken, ein bisschen schauen, wo das herkommen könnte, ein bisschen ausprobieren, sich die Größe der Tiere auch mal anschauen, wo sie eventuell durchschlüpfen könnten, wo sie drüber springen könnten. Das Ganze kann ein bisschen fieselig werden, speziell bei größeren Gehegen, speziell bei Gehegen, die ein bisschen verzwickt sind, sage ich jetzt mal, also nicht einfach gerade gebaut. Aber im Endeffekt habe ich bisher immer bei jedem Gehege herausgefunden, woran das letztendlich lag. Da Riddallschafe aus Alaska bzw. Kanada kommen, sind die Tiere natürlich ein komplett anderes Klima gewöhnt als hier bei uns. Und so musste ich natürlich wieder einmal Klimaanlagen bauen. Zur allgemeinen Gehegegestaltung gibt es hier tatsächlich nicht so viel zu sagen. Ich wollte eine steinige Landschaft erschaffen, die ein bisschen hügelig ist, jetzt nicht vielleicht direkt im Gebirge, aber quasi so ein bisschen am Gebirgsrand. Außerdem sollte das Ganze auch nicht zu stark bepflanzt sein mit ein paar Schneebereichen. Da wächst dann auch logischerweise nicht so viel. Und im Endeffekt sollten die Dallschafe auch recht viel freie Lauffläche erhalten. Deswegen habe ich relativ große freie Bereiche auch gelassen am Ende, weil ich vorhabe, im späteren Spielverlauf dort auch wirklich eine große Herde zu platzieren. Ich habe natürlich wieder versucht, alle Klimaanlagen bestmöglich zu verstecken. Dallschafe überhaupt? Grundsätzlich ist es zu sagen, dass die Tiere sich vorrangig natürlich von dem ernähren, was die klimatischen Verhältnisse aktuell hergeben. Das bedeutet, dass die Tiere sich im Sommer zum Beispiel auch von Gräsern ernähren oder von Kräutern. Im Winter weichen die Tiere dann oft auf Flechten aus, beziehungsweise Moose, die die kalten Temperaturen deutlich besser verkraften und dort dann auch noch relativ gut wachsen.
geschafft. Das Gehege ist fertig. Die Dallschafe werden in die Wildnis entlassen, wenn ich das Ganze einfach mal, beziehungsweise in das Gehege entlassen. Ich habe jetzt hier am Ende noch ein paar Pflänzchen gesetzt, so ein bisschen, was war das nochmal gewesen? Das war, das müsste eine Flechte gewesen sein, wenn es mich jetzt nicht täuscht. Und natürlich noch ein paar vereinzelte Bäume, damit das Ganze nicht ganz so kahl aussieht. Und dann kommen wir wieder zu den schönen Live-Aufnahmen der Tiere. Viel Spaß! So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt natürlich gerne wieder Kommentare da lassen bzw. einen Daumen nach oben. Darüber würde ich mich freuen. Viele Grüße. Let's start!